Wir haben es jetzt 19:30 Uhr. Ich darf euch und unsere Zuschauer herzlich begrüßen bei unserer Veranstaltung Sport und Corona heute Abend. Ich glaube, das ist gerade für uns hier und für alle Zuschauer ein wirklich virulentes und spannendes Thema. Ich habe zahlreiche Gäste hier heute an Bord vom SV Rot-Weiß Viktoria Mitte, Marina Bibel und Elias Busian, Heike Deutschmann von der SG Rotation, die Abteilungsleiterin Hockey, Thomas Hertel, den Präsidenten des Landessportbundes, Henning Harnisch, Vizepräsident Alba Jugend und auch bekannt unter Flying Harnisch, Dennis Buchner, den sportpolitischen Sprecher. Und ja, ich werde hier sozusagen heute durchs Programm führen. Tilman Wormuth, meine Wenigkeit, und ich kandidiere für das Abgeordnetenhaus bei den Landtagswahlen im Herbst. Das war erstmal die kurze Vorstellung. Wie ich es mir gedacht habe, ist, dass wir vielleicht erstmal direkt mit den Vereinsvertretern darüber sprechen, was ist eigentlich passiert in dem letzten Jahr, und dass wir dann mal versuchen, gemeinsam in den Diskurs zu kommen. Ich würde einfach jetzt mal vorschlagen, Marina und Elias, wenn ihr mal anfangen würdet, mich würde interessieren, wie habt ihr dieses letzte Jahr wahrgenommen? Wie haben sich bei euch auch die Zahlen der Mitglieder entwickelt? Und ja, wart ihr beteiligt an dem Rettungsschirm? Habt ihr die Hilfen in Anspruch genommen? War das kompliziert für euch? Wie war so die Entwicklung? Ihr könnt auch noch mal kurz was zu sagen. Euer Verein ist ja noch nicht so uralt, aber ihr seid unwahrscheinlich schnell gewachsen und habt da unwahrscheinlich gute Vereinsarbeit geleistet. Ja, ich würde euch mal das Wort geben. Du fängst an. Nicht Ladies first bei uns. Heute nicht. Heute ausnahmsweise wird diese Regel mal außer Kraft gesetzt. Ja, wie war das letzte Jahr? Sicherlich genauso wie für alle anderen Vereine in Berlin und auch deutschlandweit recht schwierig. Man hat sich an viele Neuerungen schnell gewöhnen müssen. Man musste wahnsinnig kreativ und innovativ sein. Man musste permanent die Nachrichten verfolgen. Tagtäglich gab es ja da auch immer wieder Informationen, die uns im Endeffekt dann auch in unserem Handeln ja, gelenkt und gesteuert haben. Was sicherlich nachher nochmal großes Thema sein wird, ist das ganze Thema Digitalisierung, was wir schon eben kurz angerissen haben. Wie sind die Vereine dann, wie haben sie ihren Sport eigentlich so ein bisschen digitalisiert? Das ist sicherlich etwas, was bei uns sehr im Fokus im letzten Jahr gestanden hat. Unterm Strich müssen wir sagen, dass wir als Verein, glaube ich, das doch recht gut hingekriegt haben mit unseren Mitgliedern, auch wenn auch uns der Mitgliederschwund sicherlich auch getroffen hat. Wir haben, glaube ich, jetzt in einem Jahr. Wir haben ganz genau 652 Mitglieder verloren in einem Jahr. Also von 3.400 auf 2.800. Und das war natürlich deutlich spürbar. Die Leute sind so schubweise immer wieder abgewandert. Und du hast es eben schon angesprochen. Wir haben auf der einen Seite die ganze Zeit versucht, immer auf die Situation, auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, das Programm, das, was man jeweils machen durfte, entsprechend anzupassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind sowieso ja von der Manpower her im Verein nicht so üppig aufgestellt. Und wenn ich jetzt die wenigen Menschen, die hauptamtlich für uns arbeiten, mit 10 Stunden, 15 Stunden und noch zwei Leute in Vollzeit. Wenn ich davon jetzt noch Menschen in Kurzarbeit hätte schicken müssen, dann wären wir überhaupt gar nicht annähernd in der Lage gewesen, diesen Planungsaufwand immer und immer wieder zu bewältigen. Wir haben die Zeit auch versucht, während derer dann kein aktiver Sport war, eben sinnvoll zu nutzen und haben uns auch digitalisiert. Das ist, wenn man so sagen darf, vielleicht ein guter Punkt an dieser Pandemiesituation, weil wir da natürlich viel schneller jetzt viel weitergekommen sind also wirklich weg vom papierlosen Büro und bis hin zu Online-Sportveranstaltungen.
nicht Veranstaltung, Entschuldigung, Trainings. Genau. Sag mal, Marina, und welche Alterskohorten hat es bei euch besonders betroffen, was den Mitgliederschwund anbelangt? Das ist vor allen Dingen der Kinder- und Jugendbereich. Ja, das liegt aber auch in der Natur unseres Vereines. Wir sind ja ein fast ausschließlicher Kinder- und Jugendverein. Das heißt, wenn Menschen austreten, sind es eigentlich eher diese Altersgruppen. Im Erwachsenenbereich ist das weniger dann zu spüren, aber prozentual gesehen, wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Erwachsene hat man im Verein, sind genauso viel Erwachsene sozusagen ausgetreten, wenn man es auf die Masse der Leute projizieren würde, wie natürlich im Kinder- und Jugendbereich. Also es zieht sich durch alle Altersgruppen. Und habt ihr am Rettungsschirm vom Sport, vom Landessportbund partizipieren können? Ja, da sind wir auch dankbar, dass es diese Möglichkeit für die Vereine gibt. Wir konnten da zum Beispiel selber teilnehmen mit den zusätzlichen Kosten für Desinfektionsmittel, für Lüftungsgeräte, weil wir haben ja unsere Leute auf der Fläche hier überall verteilt, um das alles zu entzerren und Schichtbetrieb da einzuführen. Und wir konnten auch entsprechend an dem Bereich mit den Einnahmeverlusten partizipieren. Heike, vielleicht mal, um mal zu dir rüber zu schwenken kurz. Ist es bei euch deckungsgleich gewesen im Verein? Wie hat sich es bei euch verhalten? Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich sozusagen davor und auch heute noch im Verein? Ja, also fangen wir mit den Mitgliedern an. Also das Erstaunliche bei uns war, wir sind tatsächlich sogar gewachsen jetzt noch in der Pandemie. Wir waren, glaube ich, letztes Jahr um die Zeit um die 640 Mitglieder, hatten zum Jahresbeginn jetzt punktgenau 700 Mitglieder in der Abteilung. Also nicht für den Gesamtverein, sondern einzig und allein die Hockeyabteilung. Genau, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir hatten im März dann unsere Trainer, unsere hauptamtlichen Trainer, das sind 4 Stück, hatten wir in Kurzarbeit irgendwie geschickt. Auch nur für einen Monat und dann ging es bei uns irgendwie eben mit der Organisation irgendwie los. Dann haben wir die Leute wirklich gebraucht, um diesen Trainingsbetrieb, der ja ab Mai wieder stattfinden durfte, langsam wieder hochzufahren, Konzepte zu entwickeln, Hygienekonzepte zu entwickeln, auch viel irgendwie digital einzurichten. Wir waren relativ früh dabei mit solchen Scan-Geschichten. Das war einfach irgendwie die Leute digital erfassen, statt irgendwie jetzt händisch Listen zu führen, um einfach, wenn ein Fall eintreten sollte, dann auch irgendwie gewappnet zu sein und auch das Gesundheitsamt irgendwie bedienen zu können. Bei uns ist es so, dass eben die Abteilungsleitung oder sozusagen die Vereinsführung, aber jetzt auf die Abteilung irgendwie reduziert, rein ehrenamtlich ist. Und ich muss sagen, ich fand es einfach wahnsinnig anstrengend. Also irgendwie dieses ganze Training rauf, Training runter, was ist heute, was ist morgen, immer alles ganz kurzfristig, also diese Verordnungen vom Bund kamen ja meistens irgendwie am Freitag raus, Donnerstag oder Freitag. Irgendwie die Ämter hier sind wirklich wahnsinnig bemüht und trotzdem konnten sie natürlich nicht innerhalb von 1-2 Stunden jetzt irgendwie diese Infektionsschutzverordnung irgendwie da durchgehen, praktisch für die Vereine übersetzen, die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, Plätze sperren, Plätze öffnen. Es war einfach der Wahnsinn und ich muss sagen, so als ehrenamtliche Arbeit auch wirklich persönlich sehr, ja, ermüdend. Und wir hatten auch ganz oft, haben immer versucht, mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben, die über die jeweiligen Entwicklungen irgendwie zu informieren, was gerade ansteht, wie es mit dem Training irgendwie weitergeht, auch irgendwie einfach ein bisschen Hoffnung zu verbreiten. Und wir haben es oft genug erlebt, dass wir gerade dabei waren, ein Schreiben zu verfassen. Und dann, also beim letzten Mal war es ungelogen so, ich hatte das Schreiben gerade fertig und als wir gerade dabei waren, den Verteiler irgendwie raus oder zu basteln und das Schreiben irgendwie rauszuschicken, ist es irgendwie passiert, dass dann wieder sich was geändert hatte und wir die ganze Sache irgendwie umbauen mussten. Also das war dann gerade dieser Sprung von Individualtraining, das wollte man Mitgliedern irgendwie mitteilen, was jetzt irgendwie eben möglich ist und dann wurde eben wieder das Kindertraining wieder aufgenommen. Also bei uns unterm Strich, wirklich sehr, sehr anstrengendes Jahr. Es hat jetzt der Abteilung bisher nicht irgendwie geschadet oder dahingehend nicht geschadet, dass wir Mitglieder verloren hätten.
Aber ich muss auch sagen, es ist so eine tickende Zeitbombe. Man weiß natürlich nicht, ob diese Mitglieder, die jetzt einem bisher wirklich irgendwie die Treue gehalten haben, nicht irgendwann die Faxen einfach dicker haben. Denn für viele ist es einfach so, dass sie seit Jahren oder seit einem Jahr kein richtiges Trainingsangebot mehr hatten. Und habt ihr auch versucht, digitale Angebote sozusagen aufzubereiten für eure Jugendarbeit? Genau, wir hatten also auch, es gab irgendwie eine Trainerin, die war da super engagiert, hat immer irgendwelche Filme irgendwie gedreht für die, also gerade für die kleinsten Kinder, irgendwelche Übungen, die sie zu Hause dann irgendwie entweder auf dem Hof in der Wohnung machen können, bis hin zur, wie statte ich die Wohnung erstmal aus, dass mit dem Hockeyball irgendwie nichts zu Bruch geht. Wir hatten irgendwie Athletiktraining für die Erwachsenen, aber ich muss auch sagen, das sind auch alles nur so Trostpreise für die Leute. Also gerade im Erwachsenen, es ist uns wirklich, wir haben viel positives Feedback bekommen, dass die Leute uns dankbar waren, dass wir was gemacht haben. Was man als ja Verein, also das haben auch viele erst spät verstanden, dass praktisch der Verein kein Fitnessstudio ist, der jetzt verpflichtet wäre, da irgendwie groß ja, Angebote zu machen. Aber es wurde, wie gesagt, positiv irgendwie wahrgenommen. Aber man muss sagen, gerade im Erwachsenenbereich, die Leute wollen einfach irgendwie den Sport ausüben, für den sie sich irgendwie entschieden haben und jetzt nicht mit irgendwie Stabi-Übungen und Gymnastik irgendwie bespielt werden. Das ist eine schöne Überleitung zu dir, Henning. Ich erinnere mich, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr sehr viel intensiv darüber gesprochen haben, inwieweit etwas Größeres in diesem digitalen Sektor irgendwie an den Start zu bringen ist. Und ihr habt das ja dann mit der Halbers täglichen Sportstunde sehr erfolgreich gemacht. Henning, erzähl du mal sowohl von den Eindrücken, die du jetzt im Nachgang auch hast, Albers tägliche Sportstunde war ja am Anfang unwahrscheinlich erfolgreich. Ihr habt dieses Projekt ja noch weiter ausgeformt, also auch in die Jetztzeit noch mal übertragen und auch bei euch. Ihr seid natürlich ein riesengroßer Verein, aber auch da würde uns natürlich interessieren, wie hat sich da die Zeit verändert, auch von den Mitgliederstrukturen, wie habt ihr es umgestellt? Wie seid ihr mit der Kurzarbeit umgegangen und habt ihr auch Hilfe in Anspruch nehmen müssen vom Rettungsschirm? Ja, mit unserer täglichen Sportstunde. Danke nochmal, Tillmann. Die Senatsverwaltung für Bildung hat uns da total gut unterstützt. Der Kern davon war, dass wir an dem Tag, wo es alle brauchten, an dem ersten Tag letztes Jahr, wo keine Schule mehr stattfand, waren wir mit der Idee da und haben gesendet. Und da gab es einen riesengroßen Widerhall drauf, medial, aber vor allen Dingen auch von den Leuten selber deutschlandweit. Also ganz viel Lob und Dankbarkeit. Und da waren wir an dem richtigen Tag da. Und das war für uns natürlich auch Verantwortung und auch Überforderung, dass wir das weitermachen. Und wir haben das ja dann bis zu den Sommerferien als Kitasport, Grundschule und Oberschule täglich weitergemacht. Es war in einer Schnelligkeit, mussten wir umrüsten, dass wir quasi eine kleine Medienklitsche geworden sind. Hatten dann externe Leute dabei, Kameramann, Regisseur und so weiter. Weil es aber auch so gut lief und das in dem Start und der schwierigen Zeit, war das immer so, ja, da steckte Hoffnungsschimmer drin. Und auch andere Sportarten haben ja auch partizipiert. Und es war ja nicht jetzt Basketball, sondern allgemein Fitness und Sport, Bewegung. Und daraus ist dann entstanden ein Projekt, was wir jetzt seit den Sommerferien für das Bundesinnenministerium machen. Sport digital, mehr Bewegung im Quartier. Und da ist die tägliche Sportstunde, heißt jetzt Sport macht Spaß und läuft noch wöchentlich für Kita und für Grundschule. Auf der einen Seite und dann bauen wir gerade zwei neue Säulen auf. Das eine sind Fortbildungen für Lehrer, Erzieher, Trainer. Die laufen gerade online deutschlandweit und haben teilweise über 1000 Teilnehmer. Und zum anderen basteln wir an einer Mediathek, ein Ort, der eigentlich neu und einzigartig ist in Deutschland, den gerade Lehrer nutzen sollen, Anregungen für Unterrichtsstunden. Und das soll in diesem Sommer rauskommen. Also es tut sich da viel, wir machen da viel und ja, das ist Teil von uns geworden. Aber wie die anderen auch sagen, letztlich sind auch wir Sportler und wollen analogen Sport machen und warten drauf. Wir hatten keinen Mitgliederschwund. Die Leute halten uns die Stange.
Natürlich muss man abwarten, was passiert, wenn alles regelmäßig läuft, ob wirklich alle wiederkommen. Aber ich glaube zum einen, dass das digitale Angebot, aber dann auch Trainingseinheiten, die total unterschiedlich liefen, wo alle kreativ waren, haben bei unseren Eltern dafür gesorgt, dass auch die jetzt eine neue Runde dankbar sind, was eigentlich alles lief. Kurzer Hinweis an die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne entweder hier im F&A Fragen formulieren oder ihr könnt dann auch sozusagen direkt teilnehmen, wenn ihr das wollt. Dann würdet ihr zugeschaltet werden, dann sozusagen hier direkt mit an der Diskussion dann auch teilzunehmen. Das als kurzer Hinweis. Thomas, ich glaube, dass große Dankbarkeit herrscht bei den Berliner Vereinen, dass der LSB dann so schnell reagiert hat und diesen Rettungsschirm aufgespannt hat. Mich würde interessieren, wie kompliziert war das? Wie schätzt du es auch selber ein? Wie hoch war die Beteiligung von Vereinen? War das unkompliziert, sowohl in der Abwicklung als auch in der ganzen Vorbereitung, die ihr da treffen musstet? Und wie schätzt du die Lage ein? Weil du hast ja natürlich als LSB auch nochmal einen Gesamtblick über Berlin. Wie hoch ist der Mitgliederschwund und wo siehst du auch Perspektiven für die Zeit nach der Pandemie? Und eine meiner persönlicher sehr zentralen Fragen ist, gibt es Ideen, und das würde ich dann auch gerne auch noch mit allen anderen auch nochmal teilen, gibt es Ideen, wie kommen wir vor allen Dingen bei dem Kinder- und Jugendsport, der Jugendsport ist ja nur besonders beeinträchtigt, weil halt oftmals eben diese Alterskohorte möglicherweise auch nicht unbedingt mitgedacht worden ist in den Öffnungsszenarien. Wie kommen wir da weiter, Thomas? Ja, wir sind ja dankbar, dass der Rettungsschirm für die Berliner Vereine und Verbände sehr schnell aufgespannt werden konnte. Dennis Buchner ist ja mit in dieser Runde und er weiß, welche Gespräche und Gesprächsrunden wir auch mit den Parlamentariern und mit der Senatsverwaltung hatten, um diesen Rettungsschirm aufzuspannen. Das war am Anfang nicht ganz einfach, aber ich will hier deutlich sagen, immer konstruktiv, weil es ging ja letztendlich um Mittel, die irgendwo bereitgestellt werden mussten in dieser schwierigen Situation und keiner konnte einschätzen, welche Folgen nun diese Einschränkung in Gänze auch finanziell für die Vereine und Verbände hat. Wir hatten eingangs die Debatte immer, kann der Rettungsschirm aufgespannt werden unter dem Gesichtspunkt, und das war immer erst so der Wunsch und die Forderung, kann man da helfen, wo ein Verein in seiner Existenz bedroht ist. Und wir hatten das als eine sehr große Einengung verstanden. Und es ist mittlerweile ja so, dass der Rettungsschirm eben tatsächlich eben nicht nur im Blick hat, einen Verein, der in seiner Existenz bedroht ist. Das ist jetzt nicht mehr im täglichen Bewertungen so der Gesichtspunkt, sondern wo sind tatsächlich Verluste, die die Arbeit der Vereine einschränken durch Mindereinnahmen, aber vor allen Dingen natürlich auch durch die zusätzlichen Auflagen, die es zu erfüllen gilt. Also wenn Übungsleiterinnen und Übungsleiter für kleinere Gruppen eingesetzt werden müssen, wenn die Hygieneauflagen erfüllt sein müssen, dann verursacht das dann natürlich Kosten für die Vereine und Verbände. Und diese Dinge können auch aus dem Rettungsschirm finanziert werden. Und auch bei den letzten parlamentarischen Beratungen im Januar diesen Jahres war auch durch einen Antrag der Koalitionsparteien ein klares Signal gesetzt worden, dass auch digitale Angebote nach einem Konzept, was auch abzustimmen ist, auch hier letztendlich mit in eine Förderung einbezogen werden können. Und es ist auch nochmal sehr deutlich gemacht worden, dass in dem Zusammenhang auch die Frage der Mitgliederwerbung, also wie gewinnen wir verlorene Mitglieder zurück und wie gewinnen wir neue Mitglieder für den Sport, dass auch diese Aktivitäten über den Rettungsschirm mit unterstützt werden. Dafür, wie gesagt, Dank an das Parlament und an die Verwaltung auch, dass sie das Vertrauen in den Landessportbund hatten und haben, denn den Rettungsschirm bearbeiten wir selbst und die Nähe zu den Vereinen zeichnet sich dadurch eben dann auch aus, dass wir das so gestalten können, möglichst
Also ohne Bürokratie geht es natürlich nicht, weil es öffentliche Gelder zum großen Teil sind, hier den Vereinen unbürokratisch helfen können. Und wir haben auch ein Feedback. Über 400 Vereine haben Anträge gestellt. Wir haben rund 4,1 Millionen bewilligt. Und da haben wir schon auch mit Zeichen setzen können. 6 Millionen stehen zur Verfügung. Es ist in dem Zusammenhang auch erreicht worden, dass die Profisportler, die Profi-Clubs auch eine entsprechende Unterstützung bekommen. Die sind nochmal gesondert ausgewiesen in Höhe von 2 Millionen Euro. Wenn ich das jetzt so zurückverfolge, das zurückliegende Jahr, da waren wir und sind wir gut aufgestellt. Wir waren jedenfalls mit die Ersten, die überhaupt einen Rettungsschirm aufgeschlagen haben. Und was jetzt wichtig ist, auch das wiederum mit der Unterstützung des Parlaments, auch parteiübergreifend. Es ist sehr deutlich geworden, dass eben jetzt auch weiterhin die Belastungen da sind und auch die Antragstellung aus dem Rettungsschirm bis zum 15. Oktober diesen Jahres auch möglich sind, sodass wir zumindest eine Perspektive haben. Ob die Mittel 6 Millionen ausreichen angesichts der ja auch notwendigen Teststrategien und Öffnungsstrategien. Dazu kann ich nachher noch mal etwas sagen. Da wachsen die Zweifel, aber es ist zugesagt, dass erneut dann auch darüber verhandelt werden kann. Größte Sorge machen uns die Mitgliederaustritte. Einige haben weniger, andere viel mehr. Also wenn ich die Zahlen hier habe, der Berliner Turn- und Freizeitsportverband hat über 16.000 Mitglieder verloren, der Behinderten- und Rehabilitationssportverband rund 4.800 Mitglieder, der Berliner Schwimmverband 3.800 Mitglieder, der Volleyverband rund 1.000 Mitglieder. Also um nur mal Beispiele zu nennen, insgesamt haben fast 34.000 Mitglieder uns im vergangenen Jahr verlassen. Das ist von rund 690.000 ein enormer Anteil. Wir können aber auch sagen, dass doch wir die Einschätzung oder mit der Einschätzung richtig lagen, dass der überwiegende Teil doch die Treue zu den Vereinen hält. Das Problem ist, wir haben immer Fluktuationen gehabt, aber es kommen jetzt natürlich keine Neueintritte, weil auch die Angebote nicht da sind oder auch weiter nur marginal eben angeboten werden können. Und das hat sich dann mit der Mitgliederbestandserhebung zum Ende des Jahres eben so ergeben. Und es ist bitter für uns. Insofern müssen wir Aktivitäten entfalten. Da sind ja hier Beispiele genannt worden, Albers tägliche Sportstunde und die Aktivitäten, die Henning Harnisch ja nochmal dargestellt hat, die sind ja nun auch wirklich vorbildlich und färben ja auch ein Stück ab. Auch wir haben digitale Angebote gemacht mit mehreren Vereinen, Move at Home auch anfangs mit Unterstützung des RBB. Es gibt weiterhin in vielen Vereinen digitale Angebote, um die Mitglieder eben weiterhin kontaktieren zu können und mit ihnen auch gemeinsam zu überlegen, wann, wenn, welche Öffnungen möglich sind, man das auch so schnell wie möglich wieder hochfahren kann. Also da lernen wir auch alle und das wird auch in Zukunft so sein, obwohl wir alle uns natürlich die Nähe und das Gemeinsame wünschen. Aber auch künftig wird es ohne digitale Angebote nicht gehen. Das ist auch eine wichtige Erfahrung. Henning Harnisch hat es schon angesprochen, dass man vor allen Dingen auch bei uns in der Sportschule, in den Bildungsangeboten, auch darüber sehr konkreter jetzt ja auch nachdenkt, wie man sowohl mit Präsenz wie auch mit digitaler Unterstützung Fortbildung vernünftig und auch flexibel organisiert. Das ist auch im Interesse des Zeitmanagements vieler, die sich in die Fortbildung begeben wollen. Also daraus lernen wir schon eine ganze Menge und hoffen aber, wie gesagt, dass vor allen Dingen der Sport wieder hochfahren kann. Und es ist unser sehnlichster Wunsch, dass wir uns nicht nur an Inzidenzen langhangeln, sondern auch andere Kriterien zur Grundlage machen, um die sportlichen Angebote insbesondere für Kinder und Jugendliche wieder hochfahren zu können. Da kann ich nachher im weiteren Verlauf noch mal etwas zu unserer Strategie sagen, die wir jetzt zurzeit auf den Weg bringen und mit der Politik auch abstimmen wollen. Also bitter ist es vor allen Dingen für eine Zielgruppe, das sind die Kinder und Jugendlichen. Da haben wir die größten Verluste. Das liegt auch daran, dass die Eltern ihre Kinder abgemeldet haben, wenn auch Kooperationen mit Schule und Verein eben auch nicht in dem Sinne laufen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, wo wir viele haben für den Verein gewinnen können. Das macht uns große Sorge. Aber ich bin an der Stelle optimistisch. Gerade diesen Bereich werden wir mit Sicherheit in enger Kooperation auch mit Schule wieder sehr schnell hochfahren können.
Danke, Thomas. Bevor ich das Wort gleich auch nochmal zu Dennis gebe, die ersten Fragen kommen jetzt auch rein. Da werden wir auch in Kürze dann direkt in die Beantwortung gehen. Wer möchte, kann auch in den Chat schreiben, dass er sozusagen live mitdiskutieren will. Der wird dann hochgeschaltet und ist dann hier auch zu sehen. Aber bevor wir so in die Fragerunde kommen, habe ich nochmal einen Punkt, den Heike vorhin schon gesagt hat und mit Marina habe ich darüber auch schon mal gesprochen. Und Dennis, vielleicht kannst du auch dazu nochmal was sagen. Es ist, glaube ich, für unwahrscheinlich viele total schwierig zu wissen, wann gilt was. Wo kann ich es eigentlich genau angucken? Wie müssen wir uns anpassen? Und Heike hat es vorhin schon gesagt, die Übersetzung dessen, was dann in der Infektionsschutzverordnung steht, ist natürlich auch nicht für jeden so ganz einfach zu machen, gerade im Bereich der ehrenamtlich geführten Vereine. Vielleicht hast du da noch mal einen Hinweis, Dennis, und dann würde mich interessieren, wie ist jetzt deine Perspektive? Wie wird es auch gerade diskutiert im Parlament? Wie sehen die Perspektive für danach aus und wie ist jetzt der aktuelle Stand? Na, ich fange mal an mit der Frage, wie kriege ich eigentlich raus, was gerade erlaubt ist? Ich glaube tatsächlich, da ist der Landessportbund auch ein ganz guter Ansprechpartner, weil ich glaube, auf der Homepage des Landessportbundes immer auch sehr schnell die Corona, gerade geltende Corona-Verordnung des Landes Berlin auch übersetzt worden ist in das, was gerade zugelassen und möglich ist. Ich will vielleicht noch mal sagen, ich glaube, der Sport kommt besser als andere Bereiche durch die Krise. Und dafür gibt es in Berlin zwei Grundlagen. Das eine ist der Rettungsschirm mit den über 8 Millionen Euro zusätzlichen Steuergeldern, die wir da reingegeben haben. Und ich glaube, es gibt auch eine große Bereitschaft, im Zweifel da noch mal drauf zu satteln, um eben Vereine in Berlin weiter zu unterstützen. Und das andere ist die insgesamt dann doch große Treue der Mitglieder. Ja, es sind Mitgliedschaften verloren gegangen. Ich glaube aber, das ist vor allem die ganz normale Fluktuation. Kinder und Jugendliche hören auf mit Sport, auch in Phasen, wo es keinen Corona gibt, aber dann kommen neue nach. Und das hat eben im letzten Jahr gefehlt. Und es ist vermutlich auch kein Zufall, dass nun Heike Deutschmann berichtet, dass es bei Rotation eben keine Mitgliederverluste gibt. Weil natürlich da, wo die Wartelisten in den Sportarten, wo die Wartelisten ohnehin voll sind und wo es dann auch schwierig wird, im Zweifel wieder reinzukommen, wenn es wieder losgeht, da überlegen Eltern, glaube ich, auch noch mal einmal mehr, ob sie ein Kind abmelden, wenn es den Platz dann vielleicht, wenn es im Sommer wieder losgeht, nicht mehr gibt. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich Team Vorsicht bin. Am Anfang tatsächlich gar nicht so stark in den ersten Monaten der Pandemie. Es kam dann aber irgendwann so eine Phase, wo mir von allen Seiten erzählt wurde, wieso, es passiert doch nichts. In Restaurants passiert nichts, im Einzelhandel passiert nichts, in der Gastronomie, habe ich schon gesagt, passiert nichts. Und jeder Bereich hat uns immer erzählt, wir haben doch gute Hygienekonzepte und es passiert nichts. Und es gibt einen Bereich, wo wir tatsächlich eigentlich ganz gute Zahlen haben, das, was passiert. Und das ist der Sportbereich, weil wir natürlich aus dem vielen Profisport, der stattfindet, der sehr häufig getestet wird, nämlich mindestens zweimal pro Woche, das Infektionsgeschehen dann eben doch ganz gut mitbekommen. Und es gab Fälle bei Alba und den Volleys. Es gibt in den Bundesligen Fußball inzwischen deutlich über 200 Profis, die positiv getestet worden sind innerhalb des letzten Jahres. Es gibt beim Skispringen und in vielen anderen Sportarten, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, dass das jetzt ausgesprochene Kontaktsportarten sind, auch Infektionsgeschehen. Ich glaube, heute gab es einen Fall im Umfeld der Fußballnationalmannschaft. Und das zeigt eben in diesen Bereichen, wo sehr oft getestet wird, dass Infektionsgeschehen entdeckt wird. Ich möchte mir aber nicht vorstellen, wie das denn in den Kabinen im Amateur- oder im Jugendsport weitergeht, wo eben nicht so flächendeckend getestet werden konnte bisher und wie viele Infektionen da weitergegeben worden wären. Von daher halte ich relativ viel Vorsicht für berechtigt und auch nach wie vor für berechtigt. Und trotzdem, inzwischen haben wir eine Möglichkeit, da rauszukommen aus diesem Loch, was es da gibt im Sportbereich. Und das ist so ein bisschen auch die Öffnungsperspektive, die ich mit vorgeben will. Ich glaube, dass es Sinn macht, jetzt tatsächlich nochmal 2, 3 Wochen hart auf die Zähne zu beißen. Wir wissen, was sich da gerade aufbaut als dritte Welle. Und wir wissen vor allem, ich weiß nicht, wer es vor ein paar Tagen gesehen hat, die Dokumentation über die Intensivstationen in der Charité, das ist beim RBB, glaube ich, auch noch online in der Mediathek. Die Leute werden jünger, die Erkrankungen, die vorkommen, werden schwerer. Das Todesrisiko, wenn man einmal in der Beatmung liegt, ist die Hälfte. Also es ist nach wie vor so, dass es ein wirklich gefährliches Virus ist.
Und trotzdem, zwei Sachen machen Hoffnung. Das eine ist Impfen. Geht immer noch viel zu langsam für meine Begriffe. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass man nach 3 Monaten in einem hochtechnisierten Land wie Deutschland mit gut ausgebauten kommunalen Impfzentren bei gerade mal 10% sind. Und man kann nur hoffen, dass all die Versprechungen, was Impfstoff angeht, stimmen und es jetzt deutlich schneller vorangeht. Und das andere ist aber auch das Thema Testen und die Möglichkeit, sich entweder professionell testen zu lassen vom medizinischem Fachpersonal, ja auch mit diesem sogenannten Bürgerinnen- und Bürgertest in Berlin einmal die Woche losgehen zu können und sich kostenlos testen zu können. Wir verpflichten die Arbeitgeber in Berlin, ich glaube sogar auf 2 Tests pro Woche für ihre Mitarbeiterinnen. Es gibt die Möglichkeit inzwischen von 5 oder 6 zugelassenen Selbsttests, die ja auch an den Schulen unterwegs sind. Und insoweit gehe ich davon aus, dass nach Ostern jeder und jede in Berlin die Möglichkeit hat, sich mindestens 1 bis 2 Mal die Woche testen zu lassen. Und ich glaube, dass es dann auch wieder losgehen muss in den verschiedenen Bereichen und auch im Sportbereich. Warum soll ein Kind, was vormittags in der Schule gewesen ist, nach einem negativen Selbsttest nicht nach der Schule auch im Sportverein mit diesem selben negativen Test unterwegs sein können? In kleinen Gruppen definitiv und mit Sicherheit auch so gestaltet, wie man es im letzten Jahr gemacht hat, vielleicht mal draußen anzufangen, vielleicht mit den kontaktarmen Sportarten oder kontaktfreien Sportarten anzufangen und nach wie vor weiter und dann schrittweise weiterzugehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Testen so ab hoffentlich Ende des Monats eine Strategie sein kann, dass Menschen, Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die mit einem negativen Testergebnis vom selben Tag kommen, dann eben meinetwegen auch wieder in ein Berliner Bad gehen können oder eben in ihre Fitnessstudios oder eben auch in den Sportverein. Und insoweit bleibt Testen und Impfen die Strategie, mit der man hoffentlich möglichst bald auch möglichst wieder viel Sport organisieren kann. Ich glaube, dass wir da tatsächlich einen Punkt haben, den wir auch gleich nochmal kontrovers diskutieren können. Dennis, vorher habe ich aber eine direkte Frage von einem Zuschauer bekommen. Frage an Herrn Buchner. 99% der Sporttreibenden sind nicht im Verein. Was tun Sie persönlich dafür, um die Interessen dieser Menschen angemessen zu vertreten, etwa bei Berücksichtigung von Nutzungszeiten, bei beschränkten Kapazitäten in Schwimmbädern unter anderem? Naja, da gibt es, dazu sage ich gerne was, da steckt ja so eine Debatte dahinter, die manche bei uns in der Stadt führen wollen, dass man Sportvereine und Menschen, die nicht im Verein Sport treiben, auf kommunalen oder landeseigenen Sporteinrichtungen gleich behandeln sollte. Da würde ich ganz klar sagen, da bin ich nicht dabei. Ich glaube, dass Sportvereine einen Auftrag haben in unserer Stadt und auch über unsere Stadt hinaus und deswegen auch ein Prä haben müssen bei der Nutzung von kommunalen Sportangeboten und Einrichtungen von Sportplätzen und Sporthallen. Das ist das eine, was ich dazu sagen will. Und bei den Bädern ist es ja nun auch sehr genau geregelt im sogenannten Bäderanstaltsgesetz, dass 50% der Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und mindestens 50% für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, aber bis zu 50% eben für Kitaschwimmen, für Schulschwimmen und für Vereine zur Verfügung stehen. Und das finde ich richtig und daran möchte ich auch nichts ändern. Hier ist eine... Thomas hat eine Wortmeldung. Thomas, bitte. Ja, weil uns natürlich auch diese Frage immer wieder begegnet, die an Dennis Buchner gerichtet war. 99% der Sporttreibenden sind nicht im Verein. Also diese Zahl ist schlicht und einfach polemisch und auch falsch bei rund 700.000 Mitgliedern, die im Verein hier Sport machen. Wobei ich nochmal auch deutlich sagen muss, das war gestern auch bei einer Anhörung im Sportausschuss des Deutschen Bundestages deutlich geworden, der Sport engagiert sich für Menschen, die sich bewegen wollen und Sport treiben wollen. Ob nun organisiert, das ist natürlich erstmal unser Prä, weil das unsere Mitglieder sind. Wir organisieren aber auch für die, die nicht Mitglieder sind, die entsprechenden sportlichen Ressourcen. Denn ohne unseren Einsatz würde es viele Sportstätten in der Art nicht geben und die entsprechenden sportlichen Möglichkeiten auch nicht. Und Dennis Buchner hat es zu Recht gesagt, dass natürlich auch diejenigen, die im Verein sind und noch mehr als nur für sich selbst Sport machen wollen, eine besondere soziale Aufgabe dann auch mit wahrnehmen, die es zu fördern gilt in unserer Gesellschaft. Und wir aber dennoch darauf Wert legen, Dennis, du weißt das, auch in der Debatte über das Sportfördergesetz, dass unsere Sportanlagen auch für den Individualsport auch zugänglich sind. Natürlich eher etwas nachrangig, aber grundsätzlich ja.
Und wenn wir auch uns einsetzen für eine bewegte Stadt, nämlich sportliche Strukturen, Bewegungsstrukturen auch in der Stadtplanung stärker zu berücksichtigen, Sport im Park Angebote machen wollen, da setzen wir uns für die Menschen auch ein, die nicht im Verein sind. Also will das mal sehr deutlich machen. Das hat ja auch keinen Sinn, hier hin und her irgendwo zu spielen, sondern wir betrachten das eine Aufgabe, die wir wahrnehmen für alle. Wir haben ausdrücklich auch formuliert, der Sport ist eine Einladung an alle, ob nun im Verein oder auch nicht im Verein. Und die gilt es dann letztendlich auch in ihrem Bemühen zu fördern, wenn sie den Sport letztendlich ausüben wollen. Ich will nur mal, lieber Tillmann, sagen, weil ich den Chat ja auch verfolge, da ist noch eine andere Frage. Da sieht man ja immer, wie so man das aus seiner eigenen Betroffenheit sieht. Der Herr Steinert, der ja auch ordentlich immer twittert und ich verfolge das, der sagt eben, leider wird dieser Sportbereich, den er dort nennt, also die verschiedensten Angebote, Yoga, Schwimmschulen, Crossfit, Tanzschulen, Personal Trainer und so weiter, immer als Freizeit deklariert. Das ist nicht nur Freizeit, das wissen wir auch. Sport fördert aus seiner Sicht die Gesunderhaltung und sagt dann, ja, dann sollte Sport im Gesundheitsbereich zugeordnet werden. Also ich will mal deutlich sagen, Sport ist mehr als Gesundheit. Sport ist der soziale Zusammenhalt, es ist die Gemeinschaft zu fördern, das soziale Miteinander, das dort eine Rolle spielt. Das bedeutet Inklusion, das bedeutet Rehabilitation, Integration, das, was unsere Vereine an den verschiedensten Facetten in unserer Stadt eben leisten, denke ich, muss man auch mit bewerten. Und auch die Stadtentwicklung müssen wir beeinflussen. Auch Veranstaltungen wollen wir nach Berlin holen, davon lebt ja der Sport auch. Da macht es keinen Sinn, jetzt nur mal aus so einer Sicht heraus zu sagen, ja, wir machen mal statt in der Bildungsverwaltung wie früher oder Innenverwaltung wie jetzt den Sport mal zur Gesundheitsverwaltung. Das ist einfach zu kurz gedacht. Der Sport ist mehr und deswegen muss er auch an einer anderen Stelle angesiedelt werden. Einige wissen das, das sind unsere Wahlprüfsteine. Wir wollen die Gewichtung des Berliner Sports insofern zum Ausdruck bringen, dass der Sport künftig in der Senatskanzlei angesiedelt wird, weil der Sport ressortübergreifend bewertet werden muss. Und weil wir in einer Politikerrunde sind, will ich diese Forderung hier auch gleich für den Sport stellen, weil nur so macht es auch Sinn, die Wertigkeit des Sports in Gänze auch als eine Chefaufgabe hier in Berlin zu betrachten. Und ich glaube, das verdient auch die Sportmetropole. Das ist schon mal auf jeden Fall eine spannende Aussage, Thomas. Also der Wunsch vom LSB Sport an die Senatskanzlei finde ich auch sehr interessant. Dennis hat eine Wortmeldung und nach deiner Wortmeldung, Dennis, würde ich gerne nochmal zwei Dinge, ich würde gerne auch nochmal Marina und Elias, Heike und Henning fragen, inwieweit eigentlich die Frage von Selbsttestung für Sie eine praktikable Alternative beziehungsweise eine praktikable Lösung ist, um wieder zurück in die Trainingsformation zu kommen. Und dann würde ich gerne die Frage von Herrn Steinhardt, hat Thomas ja ein Stück weit jetzt auch schon beantwortet. Nochmal die Frage von Herrn Zündorf dann ins Auge nehmen, die ihr wahrscheinlich schon gelesen habt. Ne? Er würde gerne wieder zurück ins Fitnessstudio, möchte jetzt nicht unbedingt ins Grüne, sondern will eigentlich zurück dahin, wo er eben seinen Sport treibt und liest, dass in anderen Bundesländern das möglich ist. Dennis, vielleicht könntest du auch darauf schon mal eingehen. Aber jetzt erstmal nochmal zu deiner Wortmeldung. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich will es auch nicht dominieren. Die Frage, wo siedelt man Sport an? Da weiß Thomas Hertel, dass das auch so ungefähr meine Vorstellungen sind, weil es einfach um einen ganz großen Querschnittsbereich durch alle Themen geht. Gerade erst recht, wenn wir über Sportmetropole, Sportveranstaltungen und Ähnliches reden. Ich habe mich nochmal gemeldet auf den unorganisierten Sport, weil ja auch diese Frage, geht es um Vereinssport oder geht es um Sport im Allgemeinen? Alles, was wir wissen aus allen Befragungen zum Thema Sport, ist, dass die beiden großen Sportbereiche, die unorganisiert getrieben werden, das Radfahren und das Laufen sind. Und insoweit jeder gut ausgebaute Radweg in der Stadt, jeder anständige Park, in dem man seine Runden drehen kann, ist auch Sportförderung. Was wir in den letzten Jahren auch gemacht haben, sind diese Calisthenics-Anlagen an ganz vielen Stellen in der Stadt, also diese Mini-Außen-Fitnessstudios, die kostenfrei genutzt werden können und die sich auch viel mehr bewährt haben, als ich mir vor 3 oder 4 Jahren, ich habe gedacht, die werden sofort kaputt gehauen in dieser Stadt, aber offensichtlich ist das nicht so, die werden wertgeschätzt und die werden genutzt und solche Beispiele muss es gehen,
Discgolf-Anlagen. Und wir müssen aber auch gucken, dass wir unsere Sportanlagen insgesamt, Thomas Hertel hat es gesagt, die sind grundsätzlich ja offen. Das heißt, weiß ja kaum einer, dass ich auf meiner bezirklichen Sportanlage, dass ich da rauf marschieren kann und da Fußball spielen kann mit meinen Kumpels, wenn da nicht gerade der Vereinssport drauf ist, weil der hat ein Prä. Und insoweit, man kann auch ganz viel machen, aber es geht tatsächlich um Sport im öffentlichen Raum und nicht um die Frage, die man so gerne bekommt, warum kann ich nicht mit meinen Badminton-Freundinnen auch einen Sportcourt in der Grundschule mieten, weil das kann am Ende nicht das Ziel sein tatsächlich. Dennis, hast du zu der Thematik, wann könnten eigentlich Fitnessstudios und unter welcher Bedingung schon eine Information? Nein, Information habe ich noch nicht, aber ich habe dazu die gleiche Einschätzung wie auch beim Sport im Verein. Ich glaube, dass es irgendwann zeitnah, damit meine ich möglicherweise in 3 oder 4 Wochen, ich glaube schon, dass es jetzt nochmal keine Lockerung geben wird über die Ostertage und dass man den Versuch macht, diese Welle nochmal zu brechen, aber das Ziel muss, glaube ich, sein, dass man zeitnah, vielleicht ab Ende April oder Anfang Mai, mit einem negativen Test vom selben Tag auch ins Fitnessstudio gehen kann. Und es gibt ja Erprobungen. Ich glaube, das Saarland startet entsprechende Modellversuche jetzt sogar sehr zeitnah. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, ob das eine nennenswerte Entwicklung auch auf das Infektionsgeschehen im Saarland hat. Wenn nicht, dann glaube ich, dann kann man aus sowas lernen. Und das Gleiche, glaube ich, übrigens auch für Sportveranstaltungen. Wir machen das ja nicht umsonst, dass wir 800 Leute, glaube ich, jetzt gestern Abend da getestet durchschleusen bei den Volleys. Sondern es geht darum, im Sport- und im Kulturbereich über dieses Testen einfach Perspektiven zu haben, im Sommer was zu machen. Und daraus wollen wir auch lernen für andere Veranstaltungen. Und im Zweifel ja nicht nur für die 800 Leute, die sich dann die Volleys angucken können, sondern auch für die 40 oder 50 Leute, die regulär beim TTC Eastside zuschauen können. Wir wollen ja Möglichkeiten schaffen, bevor wir die Durchimpfung haben, was nicht so schnell geht, auch was möglich zu machen. Und ich glaube, und ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass uns das schrittweise auch gelingen wird. Elias, Maria, wäre die Frage der Selbstbetestung für euch etwas, wo ihr sagt, das könnten wir gut organisieren? Ich finde, tatsächlich eine schwierige Frage, weil das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Und dann könnt ihr vielleicht noch mal kurz was sagen. Ihr seid ja auch ein Mehrspartenverein. Ich glaube schon, dass wir auch noch mal diskutieren müssen zwischen der Frage, was geht eigentlich draußen und was geht eigentlich drinnen, weil wir ja alle wissen, dass das Infektionsgeschehen, was sich drinnen abspielt, deutlich anderes ist als draußen. Und wie seht ihr das? Also ich denke, dass das schon logistisch ein richtig großer Aufwand für die Vereine bedeutet. Ich tue mich da schwer, die Ehrenamtlichen mit noch mehr zu belasten, weil im Endeffekt muss ja dann auch jeder das prüfen, weil es gibt ja dann auch irgendwo ein Haftungsproblem. Ne? Also wenn man das halt nicht ordnungsgemäß dann halt macht, dann kann es natürlich hintenrum auf den Verein wieder zurückfallen. Und das ist ein Thema, was von Hause aus schon aus meiner Sicht relativ schwierig ist. Was ich mir vorstellen könnte in einem Verein wie unserem mit einer Selbsttestung, dass man die Mitarbeiter, sowohl die Hauptamtlichen als auch die Ehrenamtlichen, dort mit in die Pflicht reinnimmt. Aber dass wir dann halt noch für die gesamten Mitglieder, und wir sprechen dann halt von 2.800 Menschen, die dann phasenweise täglich zum Sport kommen, dann auch noch jeden Tag oder alle 2 Tage dann aufpassen, dass die bei uns einen Test machen oder einen eigenen Test irgendwo machen und diesen Nachweis immer bei sich führen und das auch immer zu überprüfen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr fordernde Aufgabe und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich geleistet werden kann. Vielleicht nochmal kurz. Könnt ihr noch mal sagen, was ihr eigentlich alles anbietet in eurem Verein? Wir haben 21 Abteilungen, also zwischen Tanzen in verschiedensten Facetten über Fußball, Basketball, Volleyball, Eltern-Kind-Turnen, Geräteturnen. Bewegungsschulung für Kleinkinder, Latin Workout. Man darf ja nicht Zumba sagen, deswegen Latin Workout. Ja, also
Yoga. Gibt wirklich verschiedene Abteilungen. Die meisten sind wahnsinnig breitensportorientiert. Das heißt, da sind wir teilweise auch gar nicht in Ligabetrieben beispielsweise. Da stellt der Fußball schon fast eine Ausnahme dar, dass wir dort im regulären Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes mit integriert sind. Aber andere Bereiche sind halt wirklich nur auf der Basis, dass man halt trainieren kann oder diesen Sport ausüben kann, ohne Wettkampf. Heike, wie siehst du das mit den Testungen? Wäre das für euch ein probates Mittel oder bist du da eher auch da, wo Marina und Elias stehen? Ich glaube schon, dass es ein erheblicher Aufwand ist. Und jetzt ist natürlich immer, das hängt jetzt, also man muss wahrscheinlich differenzieren. Es wird immer ein bisschen von der Altersklasse abhängen. Also ich glaube, unseren erwachsenen Mitgliedern, denen traue ich das ohne weiteres zu, dass sie sich selbst testen und auch die Nachweise erbringen. Genauso wie sie in der Vergangenheit in unserem Fall so einen QR-Code dabei hatten, mit dem sie sich irgendwie beim Betreten des Sportplatzes registriert haben und dann wieder auch ausgeloggt haben, wenn sie den Sportplatz irgendwie verlassen haben. Die Kinder ist ja jetzt seit wenigen Tagen nochmal ein eigenes Thema, denn die Schulkinder, also zumindest ich habe einen 16-jährigen Sohn, der hat von der Schule, glaube ich, jetzt selbst 6 Selbsttests ausgehändigt bekommen. Der ist mit seinen 16 Jahren irgendwie ebenfalls in der Lage, sich zu testen. Er ist jetzt nicht Mitglied bei uns im Verein, aber irgendwie das, in der Altersklasse kriegen das die Kinder irgendwie auf jeden Fall hin. Bei den Kleinkindern ist dann die Frage, was ist auch sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass die Trainer das jetzt irgendwie machen oder irgendwie die Betreuer dann vor dem Training oder dass dann irgendwie Eltern irgendwie eben ausgebildet werden und Tests abnehmen oder dass eben die Kinder, die Eltern die Kinder mit einem Test irgendwie hinschicken. Aber ich glaube, es ist machbar. Also ich glaube, die ganzen Sportvereine haben jetzt eigentlich bewiesen, was mit gutem Willen drin ist. Und ich glaube, wirklich vielen ist einfach die Aussicht darauf, wieder hoffentlich bald Normalsport treiben zu können, einfach so viel wert, dass sie das irgendwie mitgehen und sich da auch wirklich irgendwie Mühe geben. Also ich hatte jetzt bei uns auch nicht den Eindruck, dass jetzt Leute versuchen, sich mit irgendwelchen Tricks da irgendwie noch ins Training irgendwie reinzustehen, egal wie klein die Gruppen waren und egal für welche Altersklassen irgendwie das Training jeweils erlaubt war. Aber ich glaube, wir müssen auch wirklich nochmal unterscheiden, was im Moment eben die Sportarten draußen und drinnen betrifft. Und wir beim Hockey haben das ja in einer Abteilung irgendwie vereint. Also wir hätten normalerweise jetzt eben eine Hallensaison gehabt in Sporthallen. Das hätte ich mir jetzt furchtbar schwierig irgendwie vorgestellt, denn wie Dennis schon sagte, das Risiko ist irgendwie immer da. Ich glaube aber, oder so habe ich es jetzt verstanden, dass von Sport draußen an der frischen Luft relativ wenig Gefahr ausgeht. Und ich habe heute auch nochmal bei unserem Verband irgendwie angerufen, habe mich irgendwie umgehört und es ist so, wir hatten im Berliner Hockeyverband, das ist kein großer Verband, wir haben irgendwie 10.000 Mitglieder, wir hatten aber keinen einzigen Fall, wo sich jetzt eine Corona-Infektion auf den Sport- oder Trainingsbetrieb hätte zurückführen lassen. Im Gegenteil, es gab sogar einen Fall des Bundesligaspieles, genau, bei dem zwei in der Gegenmannschaft aus Hamburg irgendwie zwei Corona-positive Spieler waren. Es ist in dem Spiel jetzt nichts passieren. Also es kann man bestimmt nicht 1:1 auf alle Trainings- und Sportsituationen zurückführen. Und ich bin auch dabei, wir haben unseren Beitrag irgendwie zu leisten an der Stelle. Nochmal ein kleiner Blick zurück, war gerade, finde ich, um Weihnachten rum extrem schwierig, auch damit umzugehen, mit einer Bundesregierung, die forderte, jeden einzelnen Kontakt, wenn möglich, zu vermeiden. Und im Land Berlin, das erstmal irgendwie sagte, nee, ihr könnt die Sportstätten noch nutzen oder zumindest gab es dann nicht schnell eine Verordnung hinterher, dass es eben nicht möglich ist. Genau, im Moment ist die Situation jetzt irgendwie andersrum. Die Bundesregierung hätte den Sport für die Kinder bis 14 Jahre irgendwie erlaubt, Land Berlin sagt bis 12, die 14-Jährigen hätten jetzt nachziehen sollen, aber irgendwie da passiert halt leider nichts und das ist für mich jetzt auch irgendwie wirklich so die bedauernswerteste Gruppe, aber ich will jetzt auch nicht vom Thema abschweifen, also ich glaube, es ist möglich, es ist schwierig, aber irgendwie uns allen werden im Moment noch Opfer abverlangt und das ist bestimmt auch ein Opfer, das wir bringen würden und was wir auch irgendwie organisiert bekommen. Ja, nur nicht missverstanden werden, ich habe ja nicht gesagt, testet jetzt jede Kindergruppe oder jede Jugendgruppe, bevor es losgeht. Ich fände es ja schon hilfreich, wenn wir die Tests nutzen würden zum Sporttreiben, die sowieso jeden Tag in der Stadt gemacht werden. Es gibt über 200 und es werden jeden Tag mehr Testzentren in Berlin, wo dieser eine im Moment ein kostenloser Test pro Woche gemacht werden kann.
Und wir verpflichten gerade die Arbeitgeber, 2 kostenlose Tests pro Woche anzubieten. Das heißt, theoretisch hat man zumindest als Erwachsener, als Arbeitnehmer die Chance, 3 Testungen pro Woche zu bekommen. Warum soll ich nicht, wenn ich ein negatives Testergebnis vom selben Tag habe, auch abends in eine Schwimmhalle gehen können oder zum Sport oder in ein Restaurant beispielsweise auch. Und ich glaube, wir haben jetzt auch diese App, diese Luca-App gekauft, dass auch das eine Möglichkeit sein kann, weil du Bürokratismen einfach wegbekommst, indem du einfach irgendwo mal dieses Ding scannst. Und das kann, weil ja die Frage auch gestellt wurde, dann vielleicht auch im Fitnessstudio immer noch mit halber Belegung und was alles dazu gehört, aber vielleicht dazu führen, dass es dann langsam mal wieder losgeht. Eine perfekte Lösung haben wir wahrscheinlich erst, wenn 80% geimpft sind. Und das wird vermutlich noch einige Monate dauern. Danke. Danke, Dennis. Thomas, bevor du vielleicht da auf die Frage antwortest, oder willst du direkt, weil ich habe auch noch eine Frage an Henning mal, aber du kannst auch gerne, wenn du jetzt da direkt darauf antworten willst, nee, machen wir ruhig, dann haben wir das. Also, ich will Dennis Buchner nur recht geben, das haben wir jetzt auch gegenüber der Gesundheitsverwaltung zum Ausdruck gebracht, dass wir auch ein Teil der Lösung sein wollen, bezogen auf die notwendigen Tests und der Zugänge zu entsprechenden Veranstaltungen. Es wird in Schulen getestet, es wird in den Testzentren getestet. Das läuft meines Erachtens auch sehr gut. Und Dennis Buchner hat es gesagt, warum soll man dieses Testergebnis aktuell nicht dazu nutzen, um dann auch sportliche Aktivitäten am Abend durchzuführen. Viele Vereine haben uns gefragt, inwieweit wir sie ausstatten können mit Selbsttests, um da eben auch ein Stück Sicherheit auch zu gewinnen. Und wir wollen dazu einen Beitrag leisten und wir wollen unsere Vereine damit auch ausstatten und wollen sie auch zum Bestand praktisch von kleineren Testzentren machen. Mich hat gestern ein Friedenauer Verein angesprochen, die mit einer Apotheke kooperieren und die für ihren Verein gemeinsam mit der Apotheke, die den Verein auch unterstützen will, dort regelmäßig Testangebote machen wollen, damit die entsprechenden Angebote dort wieder hochgefahren werden können. Und ich habe aus meiner Verwandtschaft neulich erlebt, da war jemand in der Franzenswalder Straße bei einem offiziellen Testzentrum der Gesundheitsverwaltung. Das war aber in einem Hockeyclub untergebracht und jeder hat geglaubt, der Verein macht das. Das war eine gute Botschaft und ich denke, wir können da selber auch alle einen Beitrag leisten und genau das wollen wir versuchen zu erreichen. Chatraumfragen nochmal, vielleicht nur ganz kurz. Oder organisiert ihr das, Tillmann, weil ich das hier nur verfolge? Ja. Weil jemand vorhin gesagt hat, das sei polemisch, als ich reagiert habe mit 99% derjenigen machen außerhalb des Vereins Sport. Ich betone, dass 99% schlicht und einfach polemisch sind, auch wenn man verweist auf eine entsprechende Studie des Bundeswirtschaftsministeriums. Ich kenne die und die war zufällig auch an anderer Stelle in diesen Tagen Bestandteil auch einer Diskussion. Pi mal Daumen, es schwankt in den Regionen und in den Ländern, sind 13 bis etwa 30%, knapp 30% Mitglied in den Vereinen und treiben dort Sport. Das zeigen die Sportverhaltensstudien, die können wir alle nachweisen. Insofern habe ich das jetzt nur vielleicht etwas zu polemisch zum Ausdruck gebracht. Ich betone nochmal, wir sind als organisierter Sport für unsere Vereine da. Das ist völlig klar. Die sind bei uns Mitglied. Und zweitens aber wollen wir den Sport verstanden wissen als Einladung an alle. Und Dennis Buchner hat es gesagt, Radwege, bewegte Struktur, Anlagen im Rahmen der Stadtentwicklung, dass jeder individuell vernünftig auch seine Joggingstrecken machen kann. Und all diese Dinge sind auch Bestandteil unserer Politik und dafür setzen wir uns auch ein. Ja. Danke, Thomas. Henning, ich glaube, du willst selber auch etwas sagen, aber bevor du mit deinem Redebeitrag anfängst, würde ich dir noch eine Frage mit auf den Weg geben wollen. Ich meine, die hier in der Stadt unterwegs sind, die wissen, du bist ein Stück weit auch ein Vordenker in Richtung Sport, sozialräumlich sehen, Einbeziehung von Kitas, Einbeziehung von Schule und denkst nicht nur Basketball. Meine Frage an dich, wie sieht es aus mit Ideen zur Aktivierung der Kinder und Jugendlichen nach der Pandemie und alle Publikationen, die im Moment rauskommen, die frischen Veröffentlichungen deuten auch alle in dieselbe Richtung, nämlich, dass wir vor allen Dingen die verlieren, an die wir sowieso schon schwer rankommen.
Also am Ende bewegen wir uns hier in eine tatsächliche Bewegungskrise der Kinder und Jugendlichen. Und natürlich ist es so, da wo der sozioökonomische Hintergrund der Eltern eben ausgeprägt ist, da gibt es teilweise sogar mehr Bewegung, weil es einfach von zu Hause organisiert wird. Aber da ist auch die Bewegung grundsätzlich stimmig für das, was Kinder eben in dem Alter auch tun sollen. Aber wir verlieren eben diejenigen, wo der sozioökonomische Hintergrund nicht so stark ist, die dann eben auch verhältnismäßig oft nicht im Verein sind. Und ich glaube, da muss Politik, da muss Verwaltung, da müssen Vereine ein deutliches Zeichen setzen, gemeinsam, wenn diese Pandemie bewältigt ist, wieder an diese Kinder auch ranzukommen. Ich sehe auch noch mehr Einflüsse, da würde mich auch eure Meinung mal insgesamt interessieren. Im Moment, natürlich reden wir jetzt über die Krise, weil wir uns in der Krise befinden, aber die psychologischen Auswirkungen auf die Menschen, jetzt nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen, aber die habe ich immer besonders im Blick, aber die werden gewaltig sein. Und Sport kann auch da, wie so oft, eine Lösung und eine Hilfe sein. Und von den wirtschaftlichen Folgen brauchen wir ja nicht reden. Das ist auch nicht Thema für heute. Das machen wir vielleicht noch in einer anderen Veranstaltung mal hier online. Aber Henning, jetzt wieder zurück zu dir. Jetzt habe ich monologisiert. Ich hasse das, wenn ich das tue. Habt ihr Ideen? Was sagst du dazu? Tilman, du hast eine Frage gestellt, dann hast du die Antwort gegeben und jetzt fragst du mich nochmal. Du hast immer auch noch andere Ideen. Das war ein Zufall. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem unserer leitenden Trainer und ich habe ihm erzählt, dass ich hier heute Abend bin und ob er mir was mitgeben will. Und da meinte er, was er so erschreckend findet oder so auffällig ist, und da reden wir von Vollblutsportlern, also Jugendtrainer von einer Alba-Jugendmannschaft, wie viele Kinder in einer unfassbar schlechten körperlichen Verfassung sind. Und obwohl die schon Angebote kriegen und die Eltern hinterher sind, also hier Prenzlauer Berg, ist da jetzt schon ein riesengroßes Defizit. Was du meinst, wenn man das übersetzt und an den Stadtrand geht oder in Gegenden der Stadt, wo es den Leuten nicht so gut ist und die Eltern sich nicht so viel kümmern und vielleicht auch Schulen nicht die Möglichkeit haben, kann man sich ungefähr vorstellen, was da gerade passiert. Ob ich dagegen eine Lösung habe, ich bin kein Seher, aber ich glaube, alles spricht dafür, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit einfach darauf richten müssen, wie man Kinder-Jugendsport in diesen Sozialräumen sehr, sehr ernst nimmt als Mittel des Miteinanders, ein Mittel, um in etwas reinwachsen zu können. Wie man das besser machen kann, ist eine super schwierige Frage. Danke, Henning. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Es gibt, glaube ich, eine Zuschauermeldung von Linda Vierecke. Annelie, würdest du Linda mal hochstufen, weil so wie die Wortmeldung, ich deute die Wortmeldung so, dass sie dazu auch was sagen will. Ja, das wäre super, dann muss ich es nicht schreiben. Schönen guten Abend. Vielen Dank, war sehr interessant für mich. Ich bin auch Mama hier im Kiez sozusagen und habe Kinder, die gerne Sport machen würden. Und ich habe jetzt mal eine Frage, also weil ich bin in der Elternvertretung an der Schule im Prenzlauer Berg auch, und wir haben neulich mal überlegt, so, also wir haben ja zwei Probleme. Einerseits machen die Kinder keinen Sport mehr. Sportunterricht ist völlig hinten runtergefallen, und auf der anderen Seite haben wir am Tag irgendwie 2 oder 3 Stunden Schule, also einfach viel zu wenig Angebote, und wir haben keine Lehrer und keine Lehrerinnen, die Angebote übernehmen können, und weil sie einfach, die Stunden sind ja geteilt, also die Woche ist geteilt, das heißt, wir haben nicht genügend Lehrer, um Stunden geteilt abzudecken, ja, so. Und dann kam uns die Idee, ich muss mal die Tür zumachen. So, uns kam die Idee, einfach über die Vereine zu gehen, die ja auch teilweise schon an die Schulen kommen. Also wir haben Kick e.V., der bei uns an der Schule tätig ist. Wir haben auch eine Zirkus-AG. Und kann man nicht da so ein bisschen mehr fördern, dass wir quasi die Vereine an die Schulen hören, um auch irgendwie zu überbrücken, was wir jetzt an Defizit haben, an Schulstunden sozusagen. Und also, es ist ein göttliches Bild hinter mir, meine ganze Familie steht jetzt hinter mir.
Ja, jetzt höre ich alle. Kannst du mal bitte warten kurz? Ich versuche gerade eine Frage zu stellen. Also. Danke. genau. Und das halt quasi zwei Dinge mit einer Klappe zu schlagen. Ich kriege keinen Gedanken mehr zusammen. Entschuldigung. Völlig abgelenkt. Aber das ist die Frage. Also kann ja Vereinssport nicht die Schule retten und gleich sozusagen ran an die Leute, die wir eigentlich haben wollen. Unkonventionelle Lösung. Also sie sehen völlig unausgelastet, die Kinder. Wir brauchen es wirklich. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mal an mich selber adressiert sehe, als derjenige, der hier in der Stadt, in der Verwaltung auch für Schulsport und Bewegungserziehung zuständig ist. Und Linda, ja, der nächste Schritt wäre, dass wir die Schul-AGs wieder zurück an die Schule holen. Und wir haben mit unterschiedlichen Projektierungen, wie zum Beispiel Schule-Verein, die wir mit dem LSB, mit der Sportjugend zusammen machen oder mit Profivereinen machen Schule, hier auch Projekte sitzen, die eigentlich sehr erfolgreich sind und tatsächlich hoch nachgefragt sind. Aber im Moment ist also offiziell noch kein AG-Betrieb zurück an Schule. Aber es ist im Haus auf den Weg gegeben und ich arbeite sehr daran, dass wir das hinkriegen. Vor allen Dingen aber erstmal AG-Betrieb im Freien. So, wir haben vorhin, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen dem, was in der Halle stattfindet und dem, was draußen stattfindet. Da sei aber jetzt auch nochmal dazu gesagt, Schulsport ist nicht nur erlaubt, sondern soll auch stattfinden, auch jetzt stattfinden. Es gibt einen Musterhygieneplan, sowohl für die Primarstufe als auch für die Sekundarstufe. Und in der Primarstufe ist ausdrücklich auch erlaubt, dass Sporthalle genutzt werden kann. Vorwiegend sollte der Sport natürlich draußen stattfinden, aber in der Halle, in einer kleinen Gruppe, kann man eben auch Sport in der Grundschule, in der Sporthalle treiben. Was versteht man unter einer kleinen Gruppe? Das, was wir im Moment im Wechselunterricht eben erleben, also eine halbe Klasse. Und ja, ich weiß auch, von der Schulorganisation her kriegt es dann eine oder andere Schule nicht hin, das umzusetzen. Aber es ist nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht, dass natürlich Sport als einziges Bewegungsfach an Schule eben auch jetzt stattfindet. Es gibt unwahrscheinlich viele sehr unterschiedliche Beispiele dafür. Wenn ein funktioniert es jetzt schon sehr gut, bei den anderen weniger. Aber um deine Frage endgültig zu beantworten, ich hoffe, dass wir nach den Osterferien, wenn wir hier nicht noch viel schwerwiegender in diese dritte Welle kommen, dann auch den AG-Betrieb wieder haben. Und ja, meine persönliche Meinung und auch meine Meinung in der Funktion, in der ich im Moment bin, ist die, dass wir die Kooperation Schule und Verein, Profivereine machen Schule, Vereine machen Kita und diese Projektierung, die es dazu gibt, eigentlich massiv ausbauen müssen, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil natürlich dadurch die Kinder auch im Rahmen des Ganztags bewegt werden und weil ich auch glaube, dass eben die sozioökonomischen Gruppen, die schwierig zu erreichen sind, über die Institutionsschule eben dann wiederum gut zu erreichen sind, weil die Kinder dort sind. Und deshalb macht auch die Ganztagsschule Sinn. Und deshalb ist das sozialdemokratische Programm zu sagen, wir wollen eine Ganztagsschule für alle Kinder, die dann dort auch betreut werden, Sinn, weil man dort eben auch sehr gut diese Kooperation mit Sportvereinen verorten kann. Also meine Perspektive nach den Osterferien zurück zum AG-Betrieb, erstmal vorwiegend im Freien, und mein persönliches Ziel wäre der Ausbau von diesen sehr gut funktionierenden und sehr hoch nachgefragten Kooperationen zwischen Vereinen, Schulen und Kitas. Da würde mich auch nochmal interessieren, Elias und Marina, habt ihr dort eigentlich Kooperationen laufen mit Kitas und Schulen? Aber ein Satz, der mir noch dazu erlaubt, den ich selber sozusagen erlaubt habe, auch die Kooperation im Bereich des Schulschwimmens und der Schwimmausbildung ist genau so ein Aspekt, den man da deutlich noch nach vorne setzen kann mit dem Berliner Schwimmbärchen, für Kita-Wassergewöhnungsprojekte gemeinsam mit dem LSB, mit der Sportjugend, mit dem Schwimmverband haben wir da einiges auf die Beine gestellt. Aber auch da sind die Defizite gewaltig. Da braucht man sich, kann man sich natürlich auf die Schulter klopfen, wenn man sagt, toll, was wir da hingekriegt haben. Aber am Ende sind die Defizite im Moment so groß, da
dass man da noch mehr machen muss. Und dementsprechend ist eine Ausweitung der Schulschwimmzentren auf Gesamt-Berlin ein ganz konkretes Ziel und auch die Ausweitung der Intensivschwimmkurse sowohl in den Herbstferien als auch in den Sommerferien als auch in den Osterferien in den nächsten 3 Jahren. In diesem Jahr fallen die in den Osterferien leider aus. Wir haben alles versucht, haben es auf den Weg gebracht. Die Maschine war groß, die man dafür anwerfen muss. Aber im Moment lassen uns die Zahlen eben nicht zu. Aber wir steigen im Sommer da dezidiert zu ein. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob wir eine Zuschauerfrage haben, aber ich würde gerne das Wort an Marina und Elias geben. Ihr seid noch stumm? Verzeihung. Im Normalfall haben wir hier viele, wir haben jetzt ungefähr 20 Kitas, die im Normalfall jeden Tag zu uns kommen und hier unsere Räumlichkeiten im Hause nutzen, weil es eben so viele Kitas gibt, die keine eigenen Bewegungsräume haben. Und hier ist normalerweise während der Woche von Montag bis Freitag, von vormittags bis in den frühen Nachmittag hinein eigentlich Kita-Betrieb. Wir haben viele AGs im Normalfall in den Schulen. Und ich wollte einen Satz noch sagen zu diesem Thema, dass man diese bestimmte Gruppe von Menschen im Moment nicht erreichen kann. Das ist schon, also wir merken das hier im Verein ganz deutlich. Unsere Trainer haben natürlich versucht, weiterhin mit denen Kontakt zu haben, aber letztendlich erreichst du ja genau die Gruppe eben nicht, weil das nicht selbstverständlich ist, dass die alle ein Handy haben und dass die andauernd irgendwo sich digital hochschalten können und da irgendwelche Angebote nutzen können. Aber ja, wir haben sonst Kitas und Schul-AGs und es ist sehr bedauerlich, natürlich auch das, dass wir da nicht weiterarbeiten konnten. Ja, vielen Dank. Jetzt gucke ich gerade mal parallel in den Chat. Ja, Herr Zündorf, die Frage nach der Selbstmordquote. Ich kann sie nicht beantworten. Sie wird sicherlich anders sein als im Normalfall, aber ich glaube auch hier wird keiner in der Runde sein, es sei denn, ich sehe jetzt eine Wortmeldung, der dazu etwas sagen kann. Die psychologischen Folgen, die werden gewaltig sein. Das wird sich dann also sicherlich auch noch zeigen. Ich sehe jetzt im Moment keine Fragen aus dem Chat, aber eine Wortmeldung von Thomas Hertel. Thomas, bitte. Ja, nur nochmal bezogen auf die Auswirkungen auf Jugendliche. Wir kennen jetzt auch keine Zahlen bezogen auf mögliche Suizide. Aber das Kinder- und Jugendhilfswerk, wie auch die Jugendpsychiater haben und die Bertelsmann-Stiftung, haben in diesen Tagen sehr deutlich erste Studien vorgelegt, welche Auswirkungen das auf Kinder und Jugendliche hat, dass entsprechende Angebote sowie sportlich wie auch schulisch nicht stattfinden. Und das, denke ich, muss uns große Sorge bereiten. Deswegen steht ja Schule und Kita so im Fokus, dass die möglichst lange offen gehalten wird und die entsprechenden Angebote gemacht werden können. Und Hillmann, wir haben ja seitens des Landessportbundes immer dann im Gleichschritt auch versucht, die entsprechenden Angebote wieder hochzufahren in der Kooperation Schule und Verein. Das haben die Profiklubs gemacht, das haben wir gemacht, die Sportjugend, die Vereine. Und darauf setzen wir auch immer wieder. Das habe ich eingangs gesagt. Und das ist auch unser Appell an die Politik. Wir haben wirklich bedauert, dass die Ministerpräsidenten beschlossen haben, das war gut, dass Kinder bis zu 14 Jahren in Gruppen bis zu 20 Sport machen können. Und ausgerechnet dann in Berlin wurde dann gesagt, nur bis 12 Jahre. Und dafür haben wir kein Verständnis, nach wie vor nicht. Und da setzen wir eben auch ein Stück auf Schule. So ist es jedenfalls ja angekündigt, wenn die 7. und 8. Klassen dann auch wieder auch zumindest im Wechsel stattfinden können, dass dann auch die Altersgrenze für diejenigen, die den Sport dann ausüben wollen, auch wieder heraufgesetzt wird. Das müssen wir dringend erreichen und man muss es in dieser Pandemie auch abwägen. Also wir müssen einfach auch mal sehen, welche nachhaltige, negative Auswirkungen das hat für Kinder in dieser Altersphase. Da werden die entsprechenden Weichen gestellt in unterschiedlichster Weise.
Und deswegen müssen wir da auch wirklich Sie besonders mit in den Blick haben. Insofern kann ich das immer wieder nur betonen, das, was die Vereine und die Profiklubs hier auf den Weg gebracht haben in den vergangenen Jahren, das ist bundesweit vorbildlich, das muss man mal so sagen. Und ich finde das auch ausgesprochen gut, wenn man das auch erweitert. Und es wurde ja eben auch schon gesagt, dass das auch seitens der Kinder und auch der Mütter und Väter gewünscht wird, dass diese Angebote dort letztendlich so schnell wie möglich auch zur Entlastung der Familien wieder hochgefahren werden. Das bleibt eine ganz zentrale Aufgabe. Es wird eine ganz zentrale Aufgabe sein. Die Wortmeldung von Heike. Und dann würde ich euch gerne allen nochmal eine Frage stellen zu einer zentralen Sportanlage hier in Pankow im Prenzlauer Berg, von der ihr alle ein Stück weit auch betroffen seid. Und da würde mich auch mal interessieren, wie ist eure Perspektive dazu? Aber Heike, bitte erstmal. Ja, also ich finde es auch sehr beängstigend oder besorgniserregend, was mit Kindern und aber insbesondere eben auch mit Jugendlichen passiert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die kleinen Kinder, die werden jetzt, was eben den Schulunterricht betrifft, noch so ein bisschen bevorzugt auf, weil man eben lange Zeit dachte, sie sind eben nicht, stecken sich nicht so schnell an und sind jetzt auch nicht irgendwie diejenigen, die die Infektion so schnell weitergeben, was ja auch mittlerweile irgendwie umstritten oder zum Teil irgendwie widerlegt ist. Aber ich glaube vor allem, oder ich frage mich erstmal, was erwartet uns nach Ostern? Also wir haben jetzt nur zwei Neuerungen und die eine ist eben, ein Teil der Bevölkerung wird geimpft, vorwiegend der ältere Teil der Bevölkerung. Dadurch werden vielleicht manche Leute irgendwie geschützt sein und wir haben jetzt eben relativ neu diese ganzen Tests irgendwie zur Verfügung. Das ist schon mal ein ganz gutes Hilfsmittel, aber ich glaube einfach irgendwie, man muss sich jetzt auch auf das konzentrieren, was einfach irgendwie möglich ist. Und wir werden jetzt auch dieses Infektionsgeschehen bei allen Bemühungen, das niedrig zu halten, wir werden es nie ganz ausschließen können. Also denn die Infektionen können ja auch nur über ganz andere Kanäle irgendwie kommen. Und wie man eben mittlerweile auch weiß, entstehen sie viel irgendwie im Freizeitbereich oder im privaten Bereich und vor allem irgendwie auch im eigenen Haushalt. Und deswegen denke ich, man muss, glaube ich, wirklich auch irgendwie gucken, was geht. Vielleicht irgendwie in den Bereichen anfangen, die geringsten Risiken tragen. Das haben wir übrigens letztes Jahr im Mai gemacht. Wir haben uns nicht zuerst an die ganz kleinen Kinder irgendwie rangewagt, sondern wir haben gesagt, wir fangen erstmal bei den etwas größeren Kindern an, weil wir da einfach die Hoffnung hatten, dass sie es auch mit dem Abstand halten und so weiter besser verstehen und wir haben jetzt einfach erstmal ausprobiert, was geht an der Stelle, also inwieweit sind diese Kinder überhaupt in der Lage, Abstand zu halten, bevor wir uns dann praktisch runtergearbeitet haben, was die Altersklassen betrifft, um zu gucken, können wir das auch noch mit 4-, 5- oder 6-jährigen Kindern irgendwie durchführen. Und ich würde mir einfach irgendwie wünschen, dass man schon vorsichtig beginnt, aber einfach irgendwie beginnt, dass gerade auch die Angebote draußen irgendwie wieder hochzufahren, vielleicht auch daran zu denken, ob man nicht irgendwie gerade Schüler auch vermehrt irgendwie rausnehmen kann, jetzt wo die Temperaturen besser werden, ob nicht die eine oder andere Schulstunde irgendwie draußen stattfinden kann, mit oder ohne Bewegung, aber dass man einfach irgendwie den Kindern wieder Perspektiven irgendwie bietet und ich glaube, ein kleines bisschen muss man an der Stelle irgendwie auch mutig sein bei aller Vorsicht und bei aller wirklich berechtigten Sorge vor diesem Infektionsgeschehen. Ich denke auch, dass Mut eine Sache ist, mit der wir uns tatsächlich deutlich mal auseinandersetzen müssen. Wir werden ja nur auch erleben, dass die Impfquote hoffentlich beschleunigt, aber dennoch so oder so immer weiter zunehmen wird. Und irgendwann brauchen wir, glaube ich, Mut, weil sonst können wir hier einpacken über die volkswirtschaftlichen Verluste, die hier tagtäglich zusammenkommen. Möchte ich auch heute ja nicht reden. Tatsächlich hatte ich, danke an die Regie, eine Frage vergessen. Dennis, die ist auch an dich adressiert. Schwimmen ist seit November nicht möglich. Welche Planungen gibt es derzeit, die Freibäder früher zu öffnen und vor allem auch länger im Herbst, Winter hinein geöffnet zu halten, um Schwimmen auch unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen? Herr Buchner hatte vor kurzem schon mal erwähnt, dass im Sommer Hallen und Freibäder parallel genutzt werden sollten, also gerade Vereine in der Halle. Öffentlichkeit im Freibad, ist das nun definitiv, gerade für den Nachwuchsbereich der Vereine, wäre das natürlich enorm wichtig, Dennis. Ja, also die Bäder sind darauf eingestellt, weil einfach sehr viele
Instandhaltungsmaßnahmen, Revisionen in den Hallen jetzt auch stattgefunden haben, die sonst im Sommer stattfinden, zu öffnen. Das wird vermutlich nicht heißen, dass in der Freibadsaison jedes Hallenbad geöffnet ist. Ich glaube, das passt von den Kapazitäten des Personals nicht. Aber es wird zumindest heißen, dass einige große Bäder mit am Netz bleiben können, auch im Sommer, sodass man ein bisschen eine Entlastung hat. Ob wir tatsächlich jetzt noch von einer früheren Freibadsaison reden, glaube ich nicht. Ich würde mir wünschen, wenn die Freibadsaison ungefähr dann anfängt, wann sie in anderen Jahren auch gestartet ist. Also am Wannsee geht es ja immer so um Ostern los, aber in der Regel geht es Anfang Mai los. Und wenn wir das hinbekommen könnten, in den Freibädern vom Infektionsgeschehen, vom Testen und vom Check-in her und Nachverfolgungsverfahren, dann wäre ich sehr dankbar. Dazu habe ich noch eine Ergänzung, Herr Steinhardt. Ich kann Ihnen, verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir eben vorhaben, die Sommerferien mit Intensivkursen für die Kinder zu nutzen, die eben nicht schon gelernt haben in der ehemaligen dritten und in der aktuellen dritten Jahrgangsstufe. Und dafür werden wir auch die Verhandlungen mit den Bäderbetrieben führen, die da sehr konstruktiv mit uns zusammenarbeiten, weil das natürlich in allen Bädern auch stattfinden soll, da eine Parallelnutzung herzustellen. Wir haben im letzten Jahr ja schon Intensivkurse in den Sommerferien in den ersten beiden und in den letzten beiden Wochen der Ferien gemacht. In diesem Jahr, so ist mein Ziel, soll das die gesamten 6 Wochen stattfinden. Jetzt würde ich nochmal in einen Themenkomplex kommen, der für uns Pankower schon nochmal eine Rolle spielt. Es gibt hier riesen Diskussionen mit unterschiedlichsten Interessensgruppen, Bürgerinitiativen und Beteiligungsverfahren. Der Jahn-Sportpark. Der Jahn-Sportpark ist ja nur eine Fläche, die sowohl von der SG Rotation als auch von Alba genutzt wird. Marina und Elias, ich weiß gar nicht, ob ihr da auch Zeiten, Nutzungszeiten habt, aber ihr seid ja nicht weit weg von der Sportanlage. Mich würde mal interessieren, wie seht ihr, wie sagt man das jetzt? Also ich sehe es so ein bisschen aus meiner Perspektive schon als ein Gerangel darum, neige dazu, dass ich gerne eigentlich Dinge umgesetzt sehe. Aber ich glaube, dass es das noch eine ganze Weile dauern wird. Aber habt ihr dazu eine Meinung? Und Henning und Eike, euch würde ich das auch gerne fragen. Thomas, sich natürlich auch. Und dann vielleicht auch nochmal eine Einordnung von Dennis. Wie ist da eigentlich jetzt der aktuelle Planungsstand? Was wird da passieren? Aber erstmal Marina und Elias. Ja, wir sind ja ein Mitteverein, deswegen auch, glaube ich, gar nicht antragsberechtigt für Pankow, für Sportanlagen, was ich auch total gerechtfertigt finde, auch wenn wir jetzt an der Grenze sitzen und im Endeffekt einen Steinwurf entfernt vom Jahn-Sportpark selber beheimatet sind. Wir hatten früher mal eine kleine Laufgruppe, die hat sich dort getroffen, um zu laufen. Aber das ist ja in dem Bereich des öffentlichen Laufens gewesen, also nicht, indem man halt einen Platz oder eine Halle dann geblockt hat für sich als Verein, sondern wir sind einfach sozusagen wie andere Menschen auch auf der Tatanbahn gelaufen, um das Rasen und den Rasenplatz, den es dort auf dem Jahn-Sportpark gibt. Deswegen sind wir dort erstmal nicht direkt betroffen, wobei wir natürlich auch viele positive Kontakte zu Vereinen haben, die dort Nutzer sind und natürlich denen die Daumen drücken, dass dort ihre Wünsche auch mit berücksichtigt werden und auch in Erfüllung gehen. Besonders guten Kontakt habe ich auch zu Carsten Maas, der im Bezirkssportbund auch sitzt in Pankow. Und die haben natürlich auch große Hoffnungen für die Vereine in Pankow, dass dort nochmal ein für alle Seiten positiv nutzbarer Sportkomplex entsteht. Also da geht es auch nicht nur um Fußball oder so, sondern da geht es ja auch um ganz, ganz verschiedene Ideen, die dort eingebracht worden ist. Also ich könnte die jetzt nicht alle aufzählen, aber ich habe schon sehr, sehr viel davon mitbekommen. Und ich denke, dass es wichtig ist für eine Sportmetropole wie Berlin, unabhängig davon, dass dort auch, wie gesagt, ein Fußballstadion für ein drittligataugliches Stadion eventuell entstehen soll und Ähnliches. Sicherlich alles nochmal Bonbons, die oben drauf kommen. Aber grundsätzlich geht es ja auch erstmal darum, den Breitensport dort zu etablieren, egal aus welcher Sportrichtung das jetzt kommt. Heike, ihr seid ja auch involviert, ihr seid ja dort auch vertreten. Wie ist deine Perspektive im Moment auf das Verfahren sozusagen?
Ja, also wir setzen natürlich ganz, ganz große Hoffnungen in den Jahn-Sportpark, denn wir sind in der Situation, dass wir eben mit 700 Mitgliedern nur einen untermaßigen Trainingsplatz haben. Wir haben noch so ein paar sehr verteilte Zeiten immer als nachrangige Nutzer auf noch insgesamt drei anderen Plätzen. Wenigen. Genau, ist aber immer irgendwie problematisch, ist logistisch irgendwie schwierig und selbst das reicht irgendwie nicht aus. Also wir gehen da schon jede Menge Kompromisse ein. Wir können unser Trainingsgeschehen eben nicht auf eine Sportstätte irgendwie konzentrieren, selbst als eine Abteilung. Also jetzt als Gesamtverein wird es nochmal schwieriger. Da haben wir eben die unterschiedlichsten Hallen und Plätze in dieser Stadt, aber es reicht einfach nicht und wir haben vor allem irgendwie für den leistungsorientierten Bereich irgendwie überhaupt keine, ja, weder Hallen noch Plätze. Also wir bräuchten dringend irgendwie im Bezirk und nicht nur für unseren Sport eine Sporthalle auch mit ein paar Zuschauerkapazitäten, denn die normalen Bezirkssporthallen haben, wenn überhaupt, irgendwie maximal 200 Zuschauerplätze irgendwie zur Verfügung. Ja, genau, da ist es ganz, ganz schwierig. Und wir haben aber irgendwie auch kein einziges Großfeld, wo eben dann auch mal ein Regionalliga- oder Bundesligaspiel stattfinden könnte. Und wir können immer mit dem Jahn-Sportpark eben Trainingszeit nutzen. Wir bekommen für die Punktspiele dann eben auch ein Wochenende mal Zeiten zur Verfügung gestellt. Das ist aber Stückwerk und es reicht nicht aus und unser Verein wächst und das ist eben ein großer limitierender Faktor beim Vereinswachstum und auch der Grund, weshalb wir viele Kinder und Mitglieder nicht aufnehmen können, die wir gerne aufnehmen würden. Ja, ich glaube auch, also wir haben ja natürlich Riesenprobleme, gerade im Inneren sozusagen der Stadt, auch mit den unentdeckten Sportflächen und da ist der Jahn-Sportpark ja ein Stück weit ein Hoffnungsträger. Henning, ihr als Alba habt ja auch seit dort auch mit der Jugend vor Ort. Wie ist deine Perspektive auf den Prozess? Ich würde das gerne trennen. Einerseits, was ich selber sozusagen als Bürger dazu meine und wie wir als Alba dazu denken. Ich finde es eigentlich, also ich arbeite da jetzt seit vielen Jahren. Ich finde das einen vorzüglichen Sportpark. Der ist offen, der ist zugänglich. Der ist nicht nur für den Vereinssport da, den nutzen auch Fahrradfahrer, ist eine Achse. Und ich finde auch, der Sportpark steht in einem ganz klaren Kontext zur Schmelinghalle mit seinen tollen Nebenhallen, dem Mauerpark und dem Stadion. Also es ist ein Areal, was eine totale Wichtigkeit hat für die Menschen dort. Und das als Grundlage dafür, was man daraus jetzt machen könnte, ist doch eigentlich eine prima Grundlage. Ich finde, ich erfahre das, dass sehr viel zerredet wird und bin mir gar nicht mehr sicher, wo wir eigentlich stehen, aber das wird der Herr Buchner ja gleich erklären. Auf der anderen Seite als Alba, auch wir wachsen ohne Ende. Wir haben keinen eigenen Ort, wir sind überall verteilt. Nicht nur am Prenzlauer Berg, auch in Mitte. Und vor allen Dingen haben wir eine Rollstuhl-Basketballmannschaft und eine Frauen-Basketballmannschaft, die auch eine Zuschauerhalle braucht. Und für uns wäre so eine Zuschauerhalle, wo man aber auch Training machen könnte, wäre total wichtig und ein Symbol auch für unsere vielschichtige Arbeit. Danke, Henny, das war auch sehr salomonisch. Thomas, ich weiß ja nicht, ob wir erst Dennis vorlassen oder ob du lieber erst. Habt ihr Präferenzen? Ich glaube, Dennis kann es am Ende vernünftig zusammenführen, denn die Politik muss ja entscheiden, wie es mit dem Jahn-Sportpark weitergeht. Ich kann mich nur dem anschließen, was Henning Hanisch gerade gesagt hat, dass wir ganz besonders ein Interesse haben, dort einen Inklusionssportpark zu errichten, einen Sportpark für alle. Damit sind wir wieder bei der Debatte, die wir vorhin kurz eingangs geführt haben. Henning Harnisch erlebt ihn auch, ich auch, diesen Sportpark als einen offenen Sportpark. Wir wollen dort für unsere Vereine
Und das wurde ja auch deutlich, wer daran ein Interesse hat, diesen auch zu nutzen. Das ist ja nicht nur Alba, sondern viele andere auch. Aber gerade Alba mit den vielfältigen Aktivitäten braucht auch ein gewisses Zentrum, um das auch klar und deutlich zu sagen. Deswegen ist es gut, wenn wir den Sportpark entwickeln, sowohl mit dem Stadion, weil der Berliner Fußball braucht dieses auch als ein wirklich praktisch drittligataugliches Stadion. Wir sehen ja, wo welche Aufstiegsmöglichkeiten gegeben sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und wir brauchen also neben den ungedeckten Sportanlagen, die gefordert sind, auch zusätzliche gedeckte Sportanlagen. Und wir haben im Moment nur wenig Verständnis für die Art und Weise der Diskussion, die im Moment läuft, wobei ich immer dafür bin, Nachbarschaft auch einzubeziehen, auch Partizipation sicherzustellen. Aber wenn ich mir mal angucke, wie in den vergangenen Jahren die Debatte gelaufen ist, wir haben in Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg-Friedrichshain, einen enormen Bedarf an ungedeckten Sportanlagen und gedeckten Sportanlagen. Und da haben wir ein Zentrum mitten in unserer Stadt und wir diskutieren darüber, wie weit das möglichst so nur marginal entwickelt wird und nicht zu einem wirklichen, auch inklusiven Zentrum des Sports wird. Und ich betone nochmal, Sportpark für alle, das ist unsere Devise, das müssen wir dort erreichen. Wir brauchen das dringend, weil an anderer Stelle auch diese Vorstellungen, die Kapazitäten überhaupt gar nicht in der Verdichtung der Stadt umsetzbar sind. Also deswegen müssen wir da die Chance ergreifen, dieses als Sportpark, diese Anlage als Sportpark zu halten und auch so entsprechend zu nutzen, dass sowohl unsere Vereine eine entsprechende Heimstatt finden, wie aber auch der unorganisierte Sport die Möglichkeit hat, dort tagtäglich auch seinen Sport individuell zu machen. Da stelle ich mir immer so ein bisschen eine Frage. Also häufiger, wenn ich mal zur Anhörung muss in dem Sportausschuss in meiner Funktion, dann kommt immer mal wieder diese Frage, wie könnte man denn den unorganisierten Sport unterstützen und fördern? Also ich frage mich immer, wer ist dann eigentlich der Ansprechpartner für den unorganisierten Sport? Aber die Frage lasse ich jetzt mal im kurzen Raum stehen, weil ich Dennis gerne mal da zu Wort kommen lassen möchte. Wir sind auch schon in fortgeschrittener Zeit. Ja. Tatsächlich habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, dass wir heute noch ein Länderspiel haben. Deutschland führt 2-0 gegen Island. Das nur als kurze Wasserstandsmeldung. Ich versuche hier also multiple alles im Blick. Nebenbei Fußball werden wir hier diskutieren. Nein. Aber Dennis, gib uns doch mal einen Eindruck, wie sind da im Moment eigentlich die Diskussionsstände? Naja, wir sind ja hier in einem sehr kleinen und engen Kreis. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn dieser Jahn-Sportpark liegen würde in Hellersdorf oder in Weißensee oder irgendwo draußen, das Ding wäre längst fertig, um es mal so deutlich zu sagen. Wir reden seit 7 Jahren darüber, wir haben Bedarfe ermittelt und sie auch nochmal aktualisiert. Wir haben im vorletzten Jahr das Geld dafür bereitgestellt, immerhin 195 Millionen Euro ist das mit Abstand größte Bauprojekt im Sport, was wir seit vielen Jahren in der Stadt haben. Und hätten wir nicht eine Nachbarschaft, die sich in den letzten Jahren durchgentrifiziert hätte, dann würden wir auch nicht ernsthaft noch darüber diskutieren, ob man auf einer über 100 Jahre alten Sportanlage auch in Zukunft Sport treiben will. Und ich rede gerne Klartext und ich war mit dieser Bürgerinitiative Jahn-Sportpark, ja, machen wir uns nichts vor, eigentlich eine Bürgerinitiative gegen den Jahn-Sportpark ist ausreichend im Gespräch. Und na klar, die konzentrieren sich im Moment darauf, zu verhindern, dass dieses Stadion, was ja auch seit 1952 da steht und in weit größerem Umfang auch schon mal als Fußballstadion genutzt wurde als heute, die konzentrieren sich darauf, im Moment dieses Stadion in Angriff zu nehmen. Und wenn sie das geschafft schaffen würden, würden sie als nächstes die Liegewiese versuchen zu retten und zu verhindern, dass da noch ein Hockeyplatz gebaut wird. Und die haben was gegen Fußball und die haben eigentlich gegen jeden kommerziellen Sport was. Und manche von denen haben gegen alles, was Sport treiben und irgendwie die da stört etwas. Und das muss man so deutlich sagen, weil ich nicht so viel davon halte, sich auf so große Kompromisse einzulassen, weil denen reichst du einen Finger und dann versuchen sie, die Hand zu bekommen. Worauf wir uns in der Koalition geeinigt haben, ist, dass die Bedarfe, die wir ermittelt haben, aktuell nochmal 2019, dass die Bedarfe gelten sollen und umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, der große Erfolg, der auch in dieser Koalitionsvereinbarung, die wir geschlossen haben, steht. Nachdem wir in der richtigen Koalitionsvereinbarung dieser Regierungskoalition den Jahn-Sportpark drinstehen haben, als
mit der Umgestaltung als inklusiven Sportpark. Und das ist jetzt nochmal das Bekenntnis dazu. Und trotzdem muss man eben feststellen, dass insbesondere eine Partei halt in einem kleinen Zwiespalt ist. Die sind nämlich immer die, die sich dahin stellen und sagen, wir bekommen den inklusivsten Sportpark aller Zeiten, das inklusivste Stadion aller Zeiten. Aber ein Abgeordneter ist eben unterwegs und erzählt den Leuten, eigentlich muss man da nicht viel machen. Und auf dem Stadion von 1952, da kann man wunderbar auch einen super barrierefreien Standort und ein ganz tolles inklusives Stadion errichten. Jeder Mensch, der in diesem Ding schon mal drin war, in diesem Stadionkatakomben, in diesem Hauptgebäude drin war, der das da gerochen und gesehen hat, weiß, dass das nicht funktionieren wird. Und jeder Mensch, der irgendwie sich mit Inklusion auskennt, weiß, dass man auf den Schuttbergen, auf denen ja nichts anderes ist, als auf Schuttbergen Beton aufgegossen und Sitze reingestellt werden, dass das kein Stadionkörper werden wird, sondern der, wo man dann auch Platz hat für Sportgeräte und für Räumlichkeiten, was alles gebraucht wird, sondern dass das eben ein, dass das Schrott ist, was da inzwischen runtergerockter Schrott ist, den man nicht barrierefrei und inklusiv herstellen wird. Und das Theater, was wir jetzt machen, ist, dass wir, und damit kann ich sogar umgehen, dass wir jetzt in einem Wettbewerbsverfahren 3 Teams losschicken. Das eine Team soll prüfen, Architekten, Stadtplaner, alles, was dazu gehört, einen Neubau des Stadions an derselben Stelle. Das zweite Team soll prüfen, eine Sanierung des Stadions, wo ich sehr gespannt bin, wenn mir irgendein Architekt sagt, es könnte funktionieren. Die Bedarfe der Inklusion und des Sports unterzubringen, wenn man das Stadion saniert, meinetwegen, sei es drum. Ich habe nur noch keinen gefunden, der da nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Es gibt übrigens einen, der sagt, einen Architekten, der da unterwegs ist und sagt, naja, ich habe das jetzt gerade gelesen, macht es doch wie beim Zentralstadion in Leipzig. Da ist ja auch sozusagen der alte Stadionkörper genommen worden und ein neues Stadion reingesetzt worden. Ja, das Zentralstadion in Leipzig hatte 120.000 Plätze. Und jetzt steht ein Stadion für, ich glaube, 40.000 Leute drin. Und das ist ja genau das, wo diese Bürgerinitiative hin will. Die will nämlich aus einem Stadion für 20.000 Plätze eins machen, was vielleicht noch 2.000 oder 3.000 Plätze hat. Reicht ja vielleicht auch für den BFC und Viktoria, aber eben dann nicht für die Sportereignisse, die man eben auch mal haben will, wie eine Leichtathletik-Deutsche Meisterschaft oder eine Leichtathletik-Deutsche Meisterschaft der Behinderten. Das dritte Team wird jetzt losgeschickt. Das finde ich dann besonders verrückt, aber die Senatsbaudirektorin sagt, man sollte es zumindest mal geprüft haben. Das soll untersuchen, ob dieses Stadion nicht irgendwo anders in diesem Gelände stehen könnte. Nun, also wir kennen ja die Anlage und ich brauche mir das Luftbild vorstellen, dass ich das Stadion an einer anderen Stelle in diesem Sportpark stelle, also beispielsweise auf die heutigen Kunstrasenplätze oder da, wo heute das kleine Stadion ist, also näher an die Wohnbebauung heranrücken lasse, wo die Leute sich ihre teuren Eigentumswohnungen gekauft haben, finde ich auch ehrlich gesagt völlig verrückt. Ja, und jetzt machen wir das Ganze eben, damit die Grünen auf der einen Seite den Behindertenverbänden und den Behindertensportverbänden erzählen können, wir bekommen das inklusivste Stadion aller Zeiten. Und der örtliche Abgeordnete in der Nachbarschaft rumschlawenzeln kann und erzählen kann, ah, das wird schon nicht so schlimm kommen, wie er jetzt alle denkt. Ja, jetzt habe ich mal Klartext geredet, aber wir sind ja auch im kleinsten Kreis. Vielen Dank, Dennis. Ja, ich sehe das auch sehr, sehr heikel, vor allen Dingen, wenn man sich die Zeiträume anguckt, in der so die Planungsphasen so stattfinden, da reden wir über auch viele Jahre, die uns das begleiten wird. Und ich glaube, jeder, der sich hier hinstellt und sagt, in der Stadt und sagt, man könnte das Ding sanieren, der hat mit einem Bauprojekt, mit einem größeren noch nie zu tun gehabt. Jetzt gucke ich einmal noch mal kurz. Hier sind tatsächlich noch 2 Fragen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Ich freue mich erstmal, dass noch keiner auf die Uhr guckt und sagt, müssen wir jetzt schon Feierabend machen. Ich würde ganz kurz nochmal in die Fragen schauen. Und dann kommen wir aber auch zum Ende. Ich will natürlich eure Zeit hier auch nicht über Gebühr beanspruchen. Frage an Herrn Buchner angesichts der knappen Kapazitäten bei den Bäderbetrieben. Welchen Sinn hat die von Ihnen vorher erwähnte Öffnung des Strandbades Weißensee früher als alle anderen beheizbaren Freibäder? Okay, und die zweite Frage auch an Dennis. Setzen Sie sich im gleichen Maße für den Neubau von Schwimmbädern ein wie beim Stadion? Dennis, ich würde dich bitten, nur ganz kurz vielleicht noch darauf zu antworten. Dann würde ich gerne noch ein Schlusswort finden. Und
Beide Fragen will ich ganz kurz beantworten. Beim Strandbad Wannsee ist das irgendeine irgendwie geartete, verrückte Tradition, die sich mir noch nicht so richtig erschlossen hat, dass das immer Ostern aufmacht. Und zwar absolut egal, ob da gerade Schnee ist, das gab es auch schon in den letzten Jahren, oder ob wir die ersten Sommertage haben. Rein betriebswirtschaftlich scheint mir das nicht so wirklich schlüssig, aber es gibt offensichtlich wirklich ein Publikum, was das mitmacht, dass wir dieses Jahr ein Osternstrandbad, ein osternoffenes Strandbad Wannsee haben werden, glaube ich nicht. Insoweit wäre auch eine Chance, diese Tradition mal zu durchbrechen. Ob ich mich im selben Maße für den Neubau von Schwimmbädern einsetze wie für das Stadion, ja, das tue ich. Ich habe ja in meiner Zeit als Abgeordneter auch zwei Neubauten von Schwimmhallen, Multifunktionsbädern bereits mitbeschlossen, die auch finanziert sind. Einerseits in der Wolfshagener Straße, um das Freibad Pankow zu erweitern, um eine Halle. Andererseits am zweiten Standort in Mariendorf. Ich kann mir auch weitere Neubauten vorstellen. Es gilt generell, und das sage ich hier auch sehr deutlich, dass es häufiger Sinn macht, die Abrissbirne in die Hand zu nehmen oder die Abrissbirne kommen zu lassen und was neu zu bauen, als zu sanieren. In vielen Fällen in Berlin aber auch der Denkmalschutz dazwischen steht. Also eine Schwimmhalle wie die Falkensteinstraße beispielsweise für sehr, sehr, sehr viele Millionen zu sanieren, einen 50 Meter hohen Bau, das energetisch macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, aber es gibt eben auch manchmal andere Gründe, die dafür sprechen, dann trotzdem die alte Bausubstanz zu erhalten, und der Denkmalschutz ist eines davon. Vielen Dank, Dennis. Tatsächlich denke ich darüber nach, ob wir auch in einer der kommenden Veranstaltungen nochmal etwas machen werden zum Thema Bäder-Sanierung und Schwimmen. Das scheint ja ein heißes Thema zu sein hier in der Stadt. Da bin ich natürlich immer dran. Heiße Themen gerne. Mit Wormut. Ansonsten danke ich euch allen, dass ihr hier mitgemacht habt bei unserer Online-Veranstaltung, und natürlich auch den Zuschauern für die Fragen. Wir werden die auch einstellen auf meinem YouTube-Kanal Tilles Welt. Schaut wieder rein. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Wir werden das nachholen bei unserer nächsten Zusammenkunft live. Da wird es dann noch mal Schnittchen geben und ein Sektchen von mir gesponsert für eure Bereitschaft, heute hier den Abend zu gestalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.